Hi, Jodie. Schön, Sie wiederzusehen. Sie bringen uns in eine schwierige Situation, leider. Wir können Sie nicht gehen lassen. Töten können wir Sie auch nicht. Dann warten Sie auf der anderen Seite. Es gibt also nur eine passende Lösung. Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Ihr Wichser. Genau dasselbe wie bei Ihrer Mutter. Töte ihn. Ein simpler, eleganter Weg für das Ende unserer Kooperation. Auf Wiedersehen, Jodie. Wir sind nach wie vor sehr dankbar. Aiden. Ich bin noch nicht weg, ihr Schweine. Jodie. Du hast mich aufgeweckt. Es war unverkennbar, aber ich wollte es nicht sehen. Ich verwirkliche einen uralten Menschheitstraum. Niemand wird mehr sterben müssen. Niemand wird mehr von seinen Liebsten getrennt. Das Eindämmungsfeld. Ich werde es deaktivieren. Die Infrawelt strömt dann in unsere Dimension. Leben und Tod, vereint in einer Welt. Du Irrsinniger. Es sind nicht nur Sie auf der anderen Seite. Es ist der Tod. Ich hab den Tod besiegt, Jodie. Alles wird einfach perfekt sein. Hab Vertrauen in mich. Alles wird gut ausgehen. Alles geht gerade einen Bach runter. Hallo, Aiden. Na endlich, mach den Scheiß ab. Du schaffst das nicht, Aiden. Versuch was anderes. Hol Hilfe. Schnell. Und wo suche ich nach Hilfe? Da ist noch jemand da. Wo ist der Rest vom Team? Vince und Nick? 3 Monate frei. An einem Strand auf einer exotischen Insel bestimmt. Diese Bastarde. Jungs, ich brauche euch. Hey, ich habe noch ein paar E-Mails, die erst raus sollen. Das müsste ich erst erledigen, bevor wir den probieren. Kein Problem. Okay. Ich brauch deine Hilfe, du Arsch. Leute, ich brauch euch. Sind hier Existenzen im Labor? Um Gottes Willen, nein. Die bleiben schön hinter dem Eindämmungsfeld. Leute. Aiden? Korrekt. Bist du's, Aiden? Das ist echt nicht witzig. Was ist los, Aiden? Wo ist Jodie? Führ uns zu Jodie, Aiden. Zeig uns den Weg. Gut. Und jetzt? Irgendwas muss ich öffnen. Fahrstuhl wahrscheinlich. Oh, oh, oh.
Lädt wieder zu viel. Genau. Na kommt schon. Kommt, ihr beiden. Na, kommt schon, ein bisschen schneller. Du willst, dass wir den Aufzug nehmen, ist das richtig? Minus 4. Böse Sicherheit. Ganz böse Sicherheit. Shit, eine Wache. Lass mich machen. Kann ich helfen? Cole Freeman, ich habe Level 3 Autorisierung. Er gehört zu mir. Tut mir leid, Mr. Freeman. Sie verfügen leider nicht über den korrekten Autorisierungslevel. Machen Sie doch mal eine kleine Ausnahme. Ich gehe und zeige ihm... Geht nicht, Sir. Diese Zone ist Level 4 klassifiziert. Das erfordert die korrekte Zulassung. Schade. Schleust uns an ihm vorbei ein. Ah, alles klar. Tisch 42, hallo. Korrekt. Das ist geil. Das ist mega. Ist sicher ein Fehler passiert. Sehen Sie doch noch mal nach. Cole Freeman und Ryan Clayton. Schnell ein. Führ uns zu Jody. Jo, Jungs, machen wir. Und zwar hier lang. Da war irgendwas. Go, 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 go. Gut. Und jetzt? Da! Hierher. Da rein. Jody ist hier? Jody! Sie ist raus. Nathan, er deaktiviert das Eindämmungsfeld. Was? Was? Warum sollte er das? Er ist wahnsinnig. Er glaubt, das bringt seine Familie zurück. Wir müssen ihn aufhalten. Oh ja. Zu spät. Eindämmungsfeld. Gott, er hat's getan. Er hat's getan. Brauchst du Hilfe? Okay. Ein Scheiße. Lass meine Freunde in Ruhe. Los, in den Aufzug. Wir haben vielleicht eine Chance, das Feld zu reaktivieren. Vielleicht ist es auch zu spät.
Okay, go. Scheiße. Ah, komm schon. Renn. Sehr gut. Oh. Verstehen Sie das als meine Kündigung? Sie gehen alle drauf hier. Wir werden alle sterben. Bitte mach nur tot. Irgendeiner. Bastard. Oh, das sieht übel aus. Komm schon. Ich glaube, ihr schafft es nicht mehr. Aiden? Nicht jetzt, Aiden. Okay. Es funktioniert nicht. Ich komme nicht an den Kondensator und auch nicht an das Eindämmungsfeld. Wir können hier nichts tun. Hauen wir ab, solange es noch geht. Wartet. Eine Sache kann ich noch versuchen. Da können wir noch rein, ne? Beeilung! Was hast du vor? Das ist ein mobiles Eindämmungsfeld. Das müsste lang genug ausreichen. Ich gehe zum Kondensator und aktiviere die Selbstzerstörung. Bestimmt die einzige Chance, die Kluft zu schließen. Keine große Chance, aber die beste, die wir haben. Komm, das ist Wahnsinn, Cole. Wir müssen raus hier. Lass das Militär bezahlen für den Mist. Ach, leck mich doch. Sorry, nicht. Cole hat recht. Anders geht's nicht. Ryan? Ich wollte schon immer einen Heldentod sterben. Besser als ewig zu leben. Na dann los, Leute. Die Betasonne ist im Zentrum der Kuppel. Niemand war je da bis jetzt. Wir wissen also nicht, was uns erwartet. Wie lange haben wir nach Aktivierung der Selbstzerstörung? Das System funktioniert eigentlich per Fernsteuerung. Die Explosion erfolgt praktisch auf der Stelle. Wir kommen nicht zurück. Das hätte er vorher sagen können, aber...